Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Verfolgung. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Da kann man viel erleben. Da sind wir mal froh. Ja, der Mars kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Police gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Wenn die wüssten, dass ich nicht Atom bin. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen... Ich blende euch in die Augen. Das Schlimmste, was ich je durchstehen muss, Sevastopolskaja. Ihr Ich bin ja in echt Sirius und bin nur im Körper hier gefangen. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ein Umweg. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Wir treffen auf Mutanten. Jetzt geht die Fahrt los auf der Geisterbahn. Gute Fahrt. Danke. Wir fahren eine Draisina und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Naja, wir werden ankommen, aber ob ihr es auch alle überlebt, wir wissen es nicht. Verdammt tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Sergeant. Klar, helf ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Becker, sag was! Was? Was geschieht mit mir? Was? Oh, mein Kopf! Artyom, was ist das? Keine Ahnung. Da kommt was. Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Das ist wohl einer dieser Schwarzen. Komm mit mir. Na los, komm mit mir. Was? Du willst nicht? Dann geh ich wieder. Tot oder schlafen die? Ey, aufstehen! Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Bin der Einzige, der hier aufwachen, steht. Leute. Aufwachen, um Himmels Willen! Boris. Aufstehen! Boris. Aufstehen sollst Scheiße. Du! Das ist gar nicht gut. Da
Da kommt was auf uns zu. Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Gib mir die Hände! Wach! Ah. Zack, auf die Fresse. Artyom, nimm meine Schrotflinte. Und tschüss. Nachladen. Tschüss! Spar dir die Moon, Atom! Spar dir die Moon! Hilfe! So. Kommt noch eine Menge. Ah! Linke Maustaste, rechte Maustaste. Jeweils eine Kugel. Ich dachte, das wäre jetzt egal. Du hast geschlafen. Ach Gott. Warten, bis die anderen vorbei sind. Wartet auf mich! Ich komme! Ja, komm mit! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Das heißt Arsch, nicht Marsch. Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Ich wäre für Wodka. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Kapitel 2 Böhm. In dem Hintergrund erkennt man, ja, wie sagt man das? Ich sag jetzt mal Fahrplan. Da, wo es rot ist, sind wir. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Atom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Atom. Auf dich! Auf mich! Ah, lecker! Ohne dich, Atom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Ich weiß. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Danke. Auf dich! Auf mich! Atom, auf dich! Junge, Junge, Junge! Der tut gut. Atom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Keine Ahnung, steht das im Drehbuch? Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Atom. Auf dich. Und nochmal einen dritten Hieb. Der Wodka haut rein. Ja. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefallen und wurden ohnmächtig, als ich zu mir kam. Lass mich das nächste Mal den Helden spielen. Dazu bist du doch gar nicht in der Lage. Da
Danke, Jung. Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Drinks kaufen. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Freut mich, dass es dir gefällt. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Auf Adjong. Banditen, Monster. Wann kommen wir endlich? Ich wünschte, die würden die Sperre bald aufheben. So mehr Mun, desto besser. Die Station bald öffnen. Kann ich die auch mitnehmen? Nein. Du bist immer noch hier? Vorfahrt gewähren. Nur falsch rum. Ich wünschte, die würden die Station bald öffnen. Du bist immer noch hier? Ich hab meine Rechte! Lass mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Es interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Oh mein Gott. Aber von da kam war. Hi. Hier ist nix. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Na klar, Großer. Wow, sind Sie Artyom? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Patrone geben? Er ist irgendwie groß und unheimlich. Und er riecht auch nicht gut. Ach, ich sollte jetzt besser gehen. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Verhauen. Ich weiß ja nicht, für was du eine Patrone brauchst, aber... Hier. Danke, gehen wir. Kannst du dir einen kleinen Bonbon... Kannst du dir einen Bonbon kaufen oder so? Je schneller ich hier weg bin, desto besser. Okay. Also, ich gehe. Wiedersehen. Ciao. Ich hab dich angelogen. Bonbon kostet 2 Mun. Du Arschloch. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Setz dich. Natürlich bin ich das. Lecker. Mutantensuppe. Da setze ich mich gerne mal hin. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Klar. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Stimme ich dir zu. Aber hier sind ja keine Händler. Wo ich mir was kaufen könnte. Also gehen wir mal direkt los. Lass dich nicht so weit zurückfallen. Ich bin direkt hinter dir. Ist auch nix. Ach, nur Munition. Jetzt habe ich
Nee, 2,50 Geld, sage ich jetzt mal. Na, ich sag einmal dazu Gold. 2,50 Gold habe ich. Ja.